Ah, wir sind tot. Belastend. Verkackt. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 8 Village auf dem PC Folge 21. Genau, wir sind jetzt hier im dritten Gebiet quasi schon. Ne? Wir sind schon relativ weit. Mal gleich. Wir gucken uns erstmal hier wieder ordentlich um. Ne? So, was ist denn das hier? Was brauche ich denn hier? Geht das? Das kann nicht verwendet werden. Okay. Hühner. Ja, schön. Okay, ja, wir haben in letzter Folge noch hier gegen irgendeinen Werwolf gekämpft. Ihn aber besiegen können. Und jetzt, geht's ins Haus. Schön. Scheinen wohl auch Kinder gewesen zu sein. Aber belastend. Ja, okay, da. So ein Ding. Wenig schon. Also bekannt vor hier. Hier ist irgendwie alles vergilbt, verschimmelt und alles dran. Ja, Digga, hier waren wir doch schon mal. Ja. Kennen wir das nicht schon? Start? Die Frage ist, wo muss ich denn hin? Ostteil, den kennen wir doch. Wir müssen hier offenbar, das ist eine mechanische Tür. Was verpasst. So, ne. Space Gegner wegstoßen, cool. Angenehm. Ah, cool. Ja. Ja, so, also was jetzt hier? Hm? Wir müssen ja einfach nur durchrennen, kann es sein, also es hat hier gar nichts damit zu tun. Wir müssen ja immer noch genau oder nach unten. Warum auch immer hier dann bestimmt trotzdem da noch irgendwie hin, oder? Und gerne noch wissen. Genau, hier und dann rechts. Dann gezeigt, wenn man ihn nicht hin kann. Ist doch. So. Naja.
Ah, das kennen wir ja sogar. Ah. Das kennen wir ja sogar. Ja, aber hier können wir nicht durch. Ach, aber da ist aber auch die Leiter. Echt nichts benutzen? Dieser Schlüssel. Nicht verwendet werden. Hm. Eine mechanische Tür. Ist ja aber auch weit und breit nichts. Dementsprechend wüsste ich jetzt auch nicht. Was brauchen wir denn hier? Bräuchten so eine Kugel oder sowas, ne? Kein Plan. Scheint ja auch nichts zu sein. Ich probiere jetzt erstmal dem Fluss weiter zu folgen. Ah. Okay, hier ist was. Ah. Irgendeine schleimige Substanz sieht nicht sehr stabil aus. Ich habe schon verstanden. Hey, ich geh's erstmal hier, ne? Ach, sieht das köstlich aus hier. Alles weggekeimt, weggeschimmelt. Oh, hier ist die Windmühle, wo wir hin sollten. Mahlzeiten bräuchten wir doch. Egal. Ah ja, genau. Siehst du, jetzt kriege ich nämlich zwei Wild. Und nur Zutaten können beim Duke abgeliefert werden. Das ist schön. Wissen wir Bescheid. Ist ja zwar ein bisschen belastend, aber was soll's. Okay. So, wir hoffen natürlich einen Zugang dann hier. Irgendwie zu finden dafür. Foto eines seltenen Tiers. Okay. Ja, selten? Ein bisschen Speicherpunkt. Ah, ist aber nicht. Nee, ne? Aufzug zum Stausee. Ah. Okay, woanders können wir ja aktuell nicht hin, ne? Also dementsprechend. C'est la vie, auf jetzt. Ja, ich freue mich ja noch, wenn wir gegen Heisenberg. Heisenberg ist ja auch noch einer der der vier da, ne? Also Heisenberg und noch dieser andere komische Troll da. Okay, na gut. Ja. Mal alle so verdammt tief gehen. Okay. Ist auch weiter, aber hier geht's auch weiter. Dementsprechend weiß ich nicht. Ist das hier? So, ja, schön. Also zurück wahrscheinlich dann. Okay, ja, ja, ja. Genau.
Und das Licht geht aus. Mutter Miranda, ich würde alles, alles für dich tun. Ich nehme mir das mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebten Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht! Warte, bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage. Wen interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte. Digga, haust du jetzt das ist ab? So lustig. Du bist dumm, du redest zu viel. Das war's, der Eingang ist dicht. Was soll das? Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Ah, Moro. Roh entkommen, ja, schön. Alles klar. Ich meine, wir haben den Flakon schon mal, aber. Wie komme ich hier raus? Mal hin, wir haben wieder ein bisschen Munition hier. Ist auch mal was Schönes, oder? Hier? Hä? Ist aber nicht wirklich jetzt da. Das war's jetzt nicht schon, oder? Also ich hoffe es mal jetzt. Game, oder? Den können wir hier nicht, ne? Dann. Ich denke nicht, dass es das schon war. Das wäre ein bisschen einfach. Kann ich nicht übers Wasser gehen? Sehr, sehr gut, und bringen den Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Hans ist tot, also ist erstmal Schluss mit Fischfang. Wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von einem riesigen Fisch gefressen. Haha, toll. Das ist Mut machen, auf was für Leute wir jetzt hier noch stoßen oder so. Ach. Naja. Ah, komm. Fährt nur mit dem zugehörigen Bootsschlüssel. Nee. Der Bootsschlüssel. Bootsschlüssel in die Hütte in der Mine. Ah, cool. Dann wieder in die Mine, oder? Da ist sogar noch irgendein Schatz. Groß versteckte Waffe, ja. Mhm. Okay, ja, wir müssen wieder zurück. Schön. Für den verkackten Bootsschlüssel. Der Hütte in der Mine. Ja, aber die ist doch hier. Ja, wie köstlich.
noch ein Schlüssel sein. Jetzt verarsch mich doch hier jetzt nicht. Schatzen, hier ist ein Schlüssel mit 6 geflügeltem Embryo. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Mechanische Tür. Achso. Zerbrechlich aus. Verstehe schon. Wenn die Monster mein einziges Problem sind, dann passt das ja. Gibt's noch Geld oben drauf? Warum nicht? Cool. Ah, wir sind tot. Belastend. Verkackt. So, ja, jetzt, Machen wir erstmal den Bootschlüssel. So. Thank you.
Aperfekter kristalliner Schädel, würde ich mal sagen. Easy. So, Freunde, ich würde sagen... das war's jetzt erstmal für die Folge. In der nächsten Folge geht's an dieser Stelle hier weiter und dann gucken wir mal, ob wir hier rauskommen. Jetzt haben wir den Bootsschlüssel. Easy. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.